Netflix hat's getan und die 20-Euro-Schallmauer angerissen. Das hat sich bis jetzt noch niemals ein Streaming-Anbieter getraut, hier 20 Euro monatlich zu verlangen. Und aktuell darfst du das Premium-Abo mit 4K mit bis zu 20 Euro monatlich einplanen. Aber auch Amazon Prime, Disney Plus und sogar Spotify haben noch so einige Überraschungen für dich in diesem Jahr bereit. Was das alles so ist und was dann noch kommt, beziehungsweise wie du noch ein bisschen sparen kannst bei deinen Abos, erzähle ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich habe natürlich dieses Video auch wieder in verschiedene Kapitel eingeteilt, sodass du dann direkt zu den Themen springen kannst, die dich interessieren. Es geht um Netflix, es geht um Amazon Prime, es geht um Disney Plus und es geht auch um Spotify. Wenn es dir gefällt, dann dieses Video sehr gern liken, meinen Kanal abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Ich bleibe natürlich für euch an diesen Themen dran. Nachdem Amazon mit dem Preischaos durch ist, zieht natürlich Netflix nach, denn seit einigen Tagen ist es real. Netflix erhöht die Abo-Preise, die sind nicht etwa günstiger geworden, nee, man hat deutlich an der Preisschraube gedreht. Neukunden müssen jetzt aktuell in der neuen Preisliste 20 Euro für das Premium-Abo mit 4K und HDR-Inhalten bezahlen. Das Standard-Abo ging von 12,99 hoch auf 13,99, lediglich beim Werbefinanzierungsabo ist der Preis gleich geblieben. Hier zahlst du aktuell 4,99 Euro. Wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, dass die Bestandskunden aktuell von dieser Preiserhöhung noch nicht betroffen sind. Im Moment gelten die Preise nur für Neukunden. Wer da nochmal genauer in die Materie einsteigen möchte, hierzu habe ich euch schon viele Videos produziert, findet ihr alle direkt in meiner Playliste. Vergessen wir nicht YouTube. Hier ist es genauso, wenn du hier nicht werbefrei schauen möchtest, dann bezahlst du mittlerweile auch 13 Euro monatlich. Ein wichtiger Hinweis ist hier, wer ein YouTube-Abo abschließen möchte, sollte das nicht über sein iPhone bzw. über sein iPad tun, dann wird das Ganze nochmal 30% teurer, da der Apple Store natürlich 30% mitverdient, also direkt abschließen, da seid ihr günstiger. Aber zu den Sparangeboten kommen wir natürlich gleich in diesem Video. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, so vor gut 2 Monaten, als Amazon die Werbung eingeführt hat, und da haben natürlich auch alle mutige Statements gegeben, wie zum Beispiel die Verbraucherzentrale. Man wird dagegen klagen und das, was Netflix und Amazon da machen, ist nicht rechtskonform, aber bisher ist nichts passiert und ich denke, in naher Zukunft wird auch nichts passieren. Netflix gehört immer noch zu den beliebtesten Streaming-Diensten weltweit. Aktuell 260 Millionen Abonnenten. Danach kommt Amazon Prime Video mit 200 Millionen Abonnenten und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und an dritter Stelle kommt dann Disney Plus mit ungefähr 150 Millionen Abonnenten. Aber gerade über Netflix als Nummer 1 gibt es natürlich in letzter Zeit viele Beschwerden von Nutzern, die gerade die Angebotsvielfalt und die Verschlechterung der Inhalte kritisieren. Aber schreibt mir doch mal hier in die Videokommentare rein, wie ihr das seht. Ist Netflix wohl so viel besser geworden, dass sich eine weitere Preiserhöhung lohnt? Meine Meinung ist dazu, ich finde eher das Gegenteil ist der Fall, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und deswegen würde ich gern eure Meinung hören, also hier direkt mal in die Videokommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Vielen Dank dafür. Aber in Bezug auf Angebotsvielfalt und gute Inhalte gibt es natürlich auch viel Kritik bei Amazon Prime. Und das hatte ich schon angesprochen, dass natürlich Netflix nicht nur der einzige in diesem Jahr war, denn auch Amazon hat die Prime-Abo-Preise um 3 Euro monatlich erhöht. Hier hieß es dann überraschenderweise entweder 8,99 mit Werbung schauen und wenn du werbefrei gucken möchtest, na, dann zahlst du halt 11,99, sprich nochmal 3 Euro obendrauf. Ein ausführliches Video dazu habe ich euch hier direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wer jetzt sagt, Disney Plus ist mir immer noch am sympathischsten, ja, der wird ab Juni quasi 06/2024 auch anders darüber denken, denn Preiserhöhungen sind momentan nicht bekannt, können natürlich immer noch kommen, aber das Account Sharing wird voraussichtlich bei Disney Plus eingestellt ab Juni 2024 beziehungsweise stark eingeschränkt, was bedeutet, dass jeder Nutzer in einem Haushalt sein eigenes Abo haben muss. Und damit wird natürlich auch die Ära der 2 bis 3 Nutzer für einen Account eingestellt.
Es tut mir leid, ich würde euch gerne positive Dinge berichten, zum Beispiel ein neuer Streamingdienst für 5,99 Euro, alles inklusive, aber auch der Musikstreamingdienst Spotify bzw. auch Tidal und Co. wollen dieses Jahr nochmal erhöhen. Hier heißt es bei Spotify, dass es nochmal 1 bis 2 Euro monatlich nach oben geht und die anderen Anbieter, die ziehen natürlich dann dementsprechend nach. Aber als Disclaimer, aktuell ist noch nicht bekannt, da diese Veröffentlichung weltweit da war, ob das in Deutschland ebenfalls so gemacht wird, aber dass die das vorhaben, ist auf alle Fälle schon für 2024 nochmal vorgesehen. Wie gesagt, ob das jetzt in Deutschland stattfindet, das stand da noch nicht drin. Aber ich habe mich gefragt und du wirst dich natürlich auch fragen, warum ist das eigentlich so, dass alle Streaming-Anbieter jetzt die Preise erhöhen bzw. du das Ganze mit Werbung schauen möchtest, um dein monatliches Abo hier noch halten zu können. Und da müssen wir wirklich mal ein bisschen weiter zurückgehen in die Zeit der Corona-Pandemie. Da waren nämlich die Streaming-Anbieter fast wie Goldstaub. Alles war möglich. Kneipen waren zu, Diskotheken waren geschlossen, Kinos waren geschlossen. Selbst mit der eigenen Familie war es schwer, sich zu treffen. Und bevor man dann in der ARD oder im ZDF die ständigen Wiederholungen ansieht, da haben natürlich viele in dieser Zeit Streaming-Abos abgeschlossen und wollten natürlich dann ihre mehr gewordene freie Zeit vom Fernseher nutzen. Netflix kostete damals nicht einmal einen halben Rundfunkbeitrag und bei Amazon Prime, da gab es für 10 Euro auch noch den kostenfreien Versand dazu. Auch Disney Plus hatte für 6,99 Euro den günstigen Familieneinstieg zum Filmeschauen. Milliarden Menschen, die schauten damals das reichhaltige Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen. Zu diesen Zeiten spielte Geld bei den Anbietern keine Rolle. Jeder kaufte Serien ein, neue Blockbuster wurden für Millionen produziert und alles, was Geld betraf, war egal, denn der Rubel rollte. Aber wenn wir jetzt wieder in die Realität zurückkommen, ist es natürlich klar, dass die Menschen jetzt wieder andere Dinge im Kopf haben. Ich muss mich jetzt nicht in meiner Freizeit immer vor die Glotze setzen, weil ich nicht raus kann. Und außerdem ist es natürlich klar, anhand der weltweiten Preiserhöhungen wie Strom bzw. Lebensmitteln sitzt das Geld bei uns bzw. bei den Verbrauchern auch nicht mehr so locker. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, gab es ja in Amerika auch den Autorenstreik und der sollte natürlich bezwecken, dass die Autoren und Rechteinhaber auch an den Ausstrahlungen auf den Streamingdiensten mitverdienen wollten, was sie bisher nicht getan hatten. Und ich finde das wirklich gerechtfertigt, denn schließlich sind deren Ideen natürlich für den Erfolg der Produktion in erster Linie zuständig. Und das Ganze rühren wir jetzt mal in einen Topf. Abonnentenverluste, teure Produktion und teilweise auch Mehrkosten durch die Rechteinhaber wie Autoren und andere, die da sozusagen noch mitverdienen. Und jetzt ist natürlich klar, dass du den Abonnenten auch monatlich immer noch interessante Themen bieten musst. Und hier wird natürlich deswegen, weil das alles weniger geworden ist, nach neuen Einnahmemöglichkeiten gesucht. Und ich finde, es muss wirklich relativ attraktiv sein, in die Streamingdienste Werbung mit einzubinden. Aber ich weiß da auch nicht, wo die Reise hingeht, denn irgendwie hat ja der Werbekunde nur ein Budget. Entweder investiert er es online, er investiert es in Streamingdienste oder er investiert es in das Fernsehen. Und da wird natürlich vom Fernsehen wahrscheinlich viel abgezogen werden und dann in die Streamingdienste investiert werden, sodass beim Fernsehen natürlich vielleicht auch wieder bei den Privaten in Bezug auf Fernsehschauen ebenfalls die neueste Preiserhöhung winkt. Aber das sind, wie gesagt, bis jetzt nur Spekulationen. Auf alle Fälle sind die Gründe für die Preiserhöhung der Streaming-Anbieter direkt hier auf der Hand. So, bleiben wir nochmal beim Thema Abos. Jetzt mal ehrlich, wie viele Abos sind es bei euch? Schreibt es mal hier direkt in die Kommentare und im Durchschnitt, da hat doch jeder Spotify. Dann Netflix-Abo, Amazon Prime bzw. Amazon Prime Video mit dabei. Für die Kiddies vielleicht nochmal Disney Plus mit reingeschraubt. Und bei den heutigen Preisen sind das jetzt schon mal in meinem Kopf 50 Euro im Monat, die man sozusagen bezahlt. Und tja, das sind dann rund 600 Euro im Jahr für Streamingdienste. Jetzt kommt nochmal ein Readly-Abo dazu, dass man vielleicht noch Zeitungen lesen kann, beziehungsweise ein Audible-Abo für Hörbücher mit dazu. Und
dann sind zack einfach mal 1000 Euro jährlich nur an Streamingdiensten zu bezahlen. Aber ich habe eins vergessen, und zwar gibt es ja noch den lebenslangen Streamingdienst, den du monatlich bezahlen musst, und zwar die GEZ, die haben wir ja ganz vergessen. Die wollen ja auch nochmal 18,37 Euro im Monat von dir für ARD, ZDF und den öffentlichen Rundfunk. Aber wie gesagt, diese Themen, die möchte ich jetzt nicht anreißen, da kriege ich dann ganz schlechte Laune. Übrigens, wer eine GEZ-Befreiung hat, der bekommt bei Amazon Prime auch deutlich günstiger das Amazon Prime Video Abo. Ich haue euch mal einen Link direkt hier in meine Videobeschreibung. Das geht. Also hast du eine GEZ-Befreiung, kannst du Amazon Prime Video deutlich günstiger schauen. Aber ihr seht schon, wenn das Geld immer knapper wird, dann wird man natürlich als erstes bei den Streaming-Diensten sparen, so denke ich. Und wir kommen natürlich jetzt zum nächsten Punkt, und zwar den Möglichkeiten, alles zu genießen und trotzdem noch Geld zu sparen. Die erste Möglichkeit, die dich zum Sparen anregen wird, ist es, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass die meisten Streaming-Anbieter jetzt noch in diesem Jahr ihre Jahresabos günstiger anbieten, so dass du sozusagen übers Jahr verschiedene Raten sparen kannst. Aber ob das so in meinen Augen optimal ist, weiß ich nicht, weil ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt für das ganze Jahr bezahle, was dann der Streaming-Anbieter mit mir in mehreren Monaten macht, beziehungsweise jetzt in 2, 3, 4 Monaten, ob das nicht alles langweilig wird. Und dann habe ich mich da ein Jahr drauf festgelegt und ärgere mich dann darüber. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr sehr gerne diese Angebote annehmen. Ich habe mir natürlich für mich auch meinen eigenen Plan gemacht. Ich habe vorher auch viele Anbieter gehabt, viele Streaming-Anbieter, aber das habe ich jetzt deutlich reduziert. Ich nehme einfach einen Streaming-Anbieter im Monat. Das heißt, ich schaue im Januar Amazon Prime. Ab Februar geht es dann weiter mit Netflix. Im März wird dann Apple Plus als Abo verpflichtet und dann geht es natürlich mit Disney Plus im April weiter, beziehungsweise Paramount Plus kommt dann im Mai. Und so habe ich immer so eine kleine Abwechslung, denn wenn ich jetzt im Juni beziehungsweise Juli wieder Amazon Prime als Abo verpflichte, dann habe ich hier wirklich viele neue Inhalte, die ich dann quasi, um es einfach zu sagen, leer gucken kann in diesem Monat. Also für mich ist der Abo-Wechsel monatlich eigentlich die beste Lösung und ich habe natürlich auch unwahrscheinlich viele Ersparungen, denn statt 4 Abos zahle ich jetzt monatlich nur ein Abo, wo ich mich dann darauf freuen kann, dass ich in 4 oder 5 Monaten wieder ganz neue Inhalte schauen kann. Aber das ist natürlich auch nicht für jeden der richtige Fall. Die meisten, die wollen natürlich auch mehrere Abos haben und da kommen natürlich die nächsten Sparmodelle hier direkt ins Spiel. Ganz kurz nochmal, wer das mit dem Abo-Modell natürlich genauso machen möchte, der muss mit einkalkulieren, dass die Abo-Streaming-Dienste natürlich dann immer teurer werden für Neuabschlüsse. Das heißt, du bist ja als momentan registrierter Nutzer immer noch günstiger dabei, als wenn du dann aussteigst und das Abo nochmal neu abschließt. Aber ich denke mal, so die Preiserhöhungen, die lassen sich im Moment immer noch rechnen, denn du hast ja nicht 4 Abos, sondern immer nur ein Abo monatlich. Aber jetzt zum nächsten Thema, nämlich den sogenannten Account Sharing. Und da ist es möglich, dass du sozusagen deinen Account mit einem Wildfremden teilst und dadurch natürlich auch nur die Hälfte im Monat bezahlst. Und im Moment scheint das noch so einigermaßen zu funktionieren, was da direkt in den Foren steht. Aber ich glaube, so ein bisschen langfristig wird das nicht mehr die aktuellste Möglichkeit sein zu sparen, da natürlich viele Anbieter an der Sharing bzw. an der Account Sharing Schraube drehen und das unbedingt unterbieten wollen. Die nächste Möglichkeit ist Games Go. Das ist so, wie ich jetzt sozusagen die erste Möglichkeit beschrieben habe. Aber das habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr viel YouTube-Videos schaut. Denn ganz viele YouTuber machen für diese Firma Werbung, weil sie natürlich da auch viel Geld verdienen. Denn wenn du ein Abo über den Link des YouTubers abschließt, gibt es dann nochmal eine Provision. Die haben mich auch angeschrieben und ich habe mir das Ganze mal angeschaut und habe für mich beschlossen, ich mache hier kein Video drüber, weil ich mich erstens in der Materie nicht so doll auskenne. Zweitens musst du dann beim Abschluss eines Abos ein Jahr im Voraus das Geld bezahlen. Das ist zwar nicht so viel, weil du immer nur die Hälfte bezahlst. Das ist auch so eine Art Sharing im Ausland. Aber vom Prinzip her muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Ahnung in der Materie. Und wenn da irgendwas ist und ich habe das empfohlen, dann kriege ich nachher die Schelte, weil ich das empfohlen habe. Und deswegen mache ich das lieber auf meinem Kanal nicht. Was jetzt sozusagen nichts Negatives bedeuten soll. Ihr könnt das gern mal anschauen. Einen Link setze ich euch
indem ich nichts verdiene, hier direkt mal in meiner Videobeschreibung, wenn das ein Modell für euch ist, wo ihr sagt, das könnte funktionell für euch entspannt sein, dann könnt ihr da gerne mal reingucken. Ich habe zu wenig Ahnung davon und mir ist es auch irgendwie zu dumm, ein Jahr im Voraus zu bezahlen, weil du weißt ja, wie gesagt, nicht, was dann passiert im Jahr 2024, was da sozusagen jetzt noch für neue Gesetze kommen, beziehungsweise was die Anbieter sich alles noch so einfallen lassen. Aber wie gesagt, der Link ist hier direkt in meiner Videobeschreibung. Eine weitere Möglichkeit sind natürlich auch dann die VPN-Dienste. Und das sind Anbieter, mit denen du über einen Server im Ausland deine Identität verschleiern kannst und dann natürlich auch in anderen Ländern, in denen du dich mit deiner IP einwählen kannst, günstigere Tarife für Netflix und Co. abgreifen kannst. Ich nenne mal ein Beispiel. In Ägypten kostete das Netflix-Abo damals 2,29 Euro. Und das sind natürlich erhebliche Preisunterschiede. Argentinien und die Türkei sind da ähnlich. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie bei 6 Euro monatlich. Aber im letzten Video hatte ich natürlich auch schon mal kurz über VPN und die ganzen Geschichten berichtet. Und viele haben dann runtergeschrieben, ja, das stimmt nicht und das ist illegal und so weiter und so fort. Und ich kann euch sagen, das stimmt erstens und ist zweitens nicht illegal. Und für alle, die da so ein bisschen zweifeln an dieser rechtlichen Situation, habe ich euch mal ein Video der Rechtsanwaltskanzlei WBS Legal mit über 1 Million Abonnenten hier bei YouTube verlinkt und da wird das Ganze wirklich sehr verständlich und ausführlich beschrieben. Wer sich jetzt nicht mit der rechtlichen Situation von VPN-Diensten beschäftigen möchte, sondern einfach mit der Einrichtung und der Handhabung, auch dafür habe ich euch direkt mal einen Artikel von Computer Bild in meiner Videobeschreibung verlinkt. Die beschreiben das so richtig schön verständlich, sodass du das sozusagen nach deren Anleitung dann ausführen kannst. Aber trotz dieser Preiserhöhungen, die jetzt überall stattfinden bei den Streaming-Diensten, muss ich natürlich auch noch zu deren Rettung sagen, denk mal an die vergangenen Zeiten, als du noch in die Videothek gegangen bist und dir für 3 bis 5 Euro einen Film für einen Tag ausgeliehen hast oder ihn dann gekauft hast für 15 bis 20 Euro oder wenn du jetzt eine Serie schauen wolltest, da kostete damals eine Staffel auf Blu-ray zwischen 50 und 60 Euro. Und jetzt geh mal zurück zu den Streaming-Diensten. Hier zahlst du 20 Euro, 15 Euro, 14 Euro etc. und hast Tausende von Filmen, natürlich auch ein paar, die du nicht schauen möchtest, aber allein wenn du jetzt mal 10 oder 15 Filme bzw. Serien zusammenrechnest, im Monat würdest du mit den alten Tarifen aus den alten Zeiten immer noch mega viel Geld mehr bezahlen, als du jetzt bezahlst. Also vom Prinzip her ist das Preis-Leistungs-Angebot gegenüber den älteren Zeiten, wo wir noch in der Videothek waren und uns Videos ausgeliehen haben, immer noch sehr, sehr günstig. Zumal hast du jetzt eine größere Auswahl und kannst für jeden Film auch Trailer schauen, was natürlich damals in den Videotheken nicht möglich war. Da hast du dir den Film genommen und wenn er doof war, hast du dich geärgert, weil du musstest ihn ja für 3 Euro mieten. Das ist jetzt nicht mehr so und ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Aber ich bleibe natürlich auch für euch an diesen Themen dran und sag für heute Tschüss, bye bye und winke winke. Wenn euch das Video gefällt, liken, Kanal abonnieren, ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte Zeit und Tschüss.